Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, ich lege Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebietssitziger und die obersten Beamten der Kirche zur Bestätigung vor. Bitte zeigen Sie Ihre Abstimmung auf die übliche Weise, wo Sie auch sein mögen. Wer gegen einen der genannten Vorschläge ist, setzt sich bitte mit seinem Fallpräsidenten in Verbindung. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell Marion Nelson als Prophetenseher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Dallin Harris Oaks als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Henry Bennion Eyring als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Dallin H. Oaks als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen und M. Russell Ballard als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die nachfolgend genannten als Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong und Ulysses Soares. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Zur Information: Elder Robert C. Gay und Elder Terence M. Vinson werden zum 1. August 2021 aus ihrem Dienst als Mitglieder der Präsidentschaft der 70er entlassen. Wer seinen Dank für den treuen Dienst, den diese Brüder geleistet haben, zum Ausdruck bringen möchte, zeige dies bitte durch Heben der Hand. Die folgenden Gebietssiebziger wurden entlassen: Elder Sean Douglas, Elder Michael A. Dunn, Elder Clark G. Gilbert, Elder Alfred Kyungo, Elder Carlos G. Revillo Jr. und Elder Vayaninga Sikaema. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Wir haben die folgenden Schwestern der Präsidentschaft der Primarvereinigung entlassen: Joy D. Jones als Präsidentin, Lisa L. Harkness als erste Ratgeberin und Christina B. Franco als zweite Ratgeberin. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst dieser Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Paul V. Johnson und Elder S. Mark Palmer zum 1. August 2021 als Mitglieder der Präsidentschaft der 70er bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es auf die gleiche Weise. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden als Generalautorität 70er bestätigen: Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Patricio M. Giuffra, Alfred Kyungu, Alvin F. Tripp Meredith, Carlos G. Revillo Jr. und Vayaninha Sikaema. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die neuen Gebietssiebziger bestätigen, wie sie diese Woche von der Kirche schon bekannt gegeben wurden. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es auf die gleiche Weise. Es wird vorgeschlagen, dass wir als neue Präsidentschaft der Primarvereinigung der Kirche bestätigen, Camille N. Johnson als Präsidentin, Susan Elizabeth Porter als erste Ratgeberin und Amy Eileen Wright als zweite Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssiebziger und obersten Beamten bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Wie bereits erwähnt, wenden sich diejenigen, die gegen einen der Vorschläge sind, bitte an ihren Pfahlpräsidenten. Vielen Dank für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete für die Führer der Kirche. Wie angekündigt, verliest nun Jared B. Larson den Buchprüfungsbericht der Kirche für das Jahr 2020.